Hi Leute und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir möchten die nächste Mission starten und haben beim letzten Mal so einen Quacksalber. Festgenommen, wollte ich gerade sagen. Hat auch sein Bad. Gut, es geht noch. Was haben wir denn hier? Kann ich irgendwie jetzt Munition hier nehmen? Das ist ein kleines Ausrufezeichen. Wieso? Ups. Nee. Ich weiß nicht, für was dieses Munitionssymbol ist und dann ein kleines Ausrufezeichen ist. Ich hätte gedacht, jetzt müsste ich hingehen, so ein bisschen was nehmen und dann hier nochmal neue Munition, aber. Warum ist das Symbol da? Umziehen? Moment. Können Sie umziehen? Okay, Outfits. Was haben wir denn so? Crazy ist gesetzloser. Oh ne, das sieht blöd aus. Grobian? Ne. Können wir mal das hier machen? Mit West und so? Wobei wir haben keinen Anlass, ne? Gerade dafür. Nimm mal das. So. Kopfbedeckung. Was haben wir da? Das ist ein Plus. Warum ist da ein Plus? So, wir können die Farbe noch ändern, oder wie? Okay, Mäntel. Nö, wir lassen das so. Nee. Westen, was haben wir denn so? Na komm, wir bleiben so einfach. So, mal ein bisschen neu gekleidet hier. Passt ja auch. So, du hast einen Job für uns. You busy, Arthur? Hey, Arthur! What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable. Oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant for you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Okay. So, was ist hier los? Ein Hof überfallen? Wie ein Hof überfallen? Später. Das machen wir auch nochmal. Das klingt ja schon mal ganz interessant. So, was hier? Untersuchen. Öffnen. Okay.
Swansons Bibel. Ah, okay. Wir machen es einfach mal wieder zu. Intravenös das Alkohol in die Venen pumpen oder was? So, was sollen wir tun? Wir haben. Plötzlich wieder ganz viele Punkte. Was ist das hier? Ölwagen. Okay, oder den Ölwagen. Was haben wir hier? Michael Bell, ländliches Maika, hat dich gebeten, dich mit ihm in seinem Lager in der Nähe von Strawberry zu treffen. Ach, echt? Wann hat er das gemacht? Gerade eben, ne? Machen wir gleich. Erstmal. He's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Okay. So, wir werden uns... Also hier möchte ich eigentlich nur Freunde haben, deswegen werde ich das da ausrauben. Hier. So, zack. Mal ein Punkt. Und jetzt habe ich zwei Punkte. Oh, nein. Sie können so viele Punkte setzen. Den da wieder weg. Gut. Wo ist mein altes... Mann, ich will mein eigenes Pferd wieder haben. Verdammte Scheiße, wo ist es? Reg mich auf. Was ist mein Pferd? Ennis. Tennessee Walker, da bist du. Ah, sehr schön. Mein Pferd ist wieder da. So, das heißt, wir müssen aber hier den Sattel wegnehmen. Oder suchen? Nein, Striegel? Nein. Ungarisches Halbblut, ja. Untersuchen wir dich erstmal. Ja, nu. Kann ich hier nicht irgendwie den Sattel abnehmen? Sattel abnehmen und so. Ach Mann, oh, ich will noch mein Pferd wieder haben. Das wollte ich jetzt nicht. Tennessee Walker, beruhig. Easy. You're okay. Tennessee Walker, ja. Dann, Yep. Go easy, boy. Brauche ich keinen Sattel? Eigentlich schon, oder? So, anhalten. So, Sattel. Wie kriege ich den Sattel von dir runter? Letztes Mal ging das noch so einfach. Jetzt habe ich einfach keine... keine Option dafür. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. So, muss ich dich vielleicht erst hier anbinden? Ah. Der macht's nicht. Binde das Pferd an. Anbinden, so. Wo ist mein anderes Pferd? Jetzt zurückgelaufen oder was? So, du bist angebunden, dann kann ich dir jetzt den Sattel abnehmen. Füttern, führen, streicheln, hinfahren, zeigen. Wieso? Ich verstehe das nicht. Warum macht er sowas? Verstehe es nicht. Wieso kann er jetzt den Sattel nicht runternehmen? Okay, was soll der Kram? Habe ich vielleicht irgendwo anders meinen eigenen Sattel noch? Sieht irgendwie gerade nicht so aus. Nö. Wo ist denn der Sattel von meinem eigenen Pferd? Dass ich den da nicht runternehmen kann, dass er sonst seinen eigenen hat?
Ennis. So. Tennessee Walker, warum? Hast du keinen Sattel mehr? Verstehe ich nicht. Wer hat dir den Sattel geklaut? Ach komm hier. Hoi. Let's go, girl. So. Dann nehmen wir jetzt einfach das Pferd, ist mir egal. Meine Güte. Warum muss das bloß so kompliziert sein? Wir reiten erstmal hier hoch, weil ich nicht weiß, ob ich da rechts durchkomme. Ah doch, das ist ein Weg. Geht trotzdem erstmal nach oben. Kannst du ein bisschen umsehen hier. So, was haben wir? Nichts Tolles zumindest. Okay. Da ist der Ort. Das ist ja einfach. So, gucken wir uns den Ort mal an. Da waren wir auch irgendwie noch gar nicht. Sieht da noch ein bisschen mehr Industrie aus, ne? Zumindest glaube ich das, ja. Hier waren wir doch schon mal, oder? Hier war so. Doch, klar, waren wir schon mal. Oh, hey, weggejagt. Von dem Typen. So, wir gucken, ob wir den anderen Weg da reinkommen. Oder hab ich auch. Ja, hier stehen auch welche. Okay. So, wir kommen aber hier rein, hab ich gesehen. So, hier ist keiner, der uns bewacht. So, da ist der Wagen. Hey, what are you doing here? Ich mach gar nichts. You need to clear out right now. Ausrauben, entschärfen, ja. Just minding my own business. Hey, this here's their warning, you hear me? Sorry. I'll stop messing with you now. Ist ja okay. Warum zählen die jetzt alle auf mich? Meine Güte, Leute. In den Wagen ranzukommen könnte ein bisschen problematisch werden. Ich könnte über den Haufen schießen, aber dann wäre wahrscheinlich wieder Kopfgeld, ne? Was zum... Ich hab doch gar nichts getan! Was ist mit euch? Hä? Zeuge wo? Von? Hallo, fair. Los. Zeuge wo von? Ich verstehe es nicht. Können natürlich auch wieder über den Haufen schießen, die Leute da, ne? Ah, ist das doof. Was soll denn das? Alter, ich hab denen nicht mal was getan. Wow. Okay. Boah, ey, ich hasse sie jetzt schon.
Oder müssen warten, bis Nacht wird, ich weiß es nicht. Dann wegmessern. Können wir nochmal umgucken bei dem anderen. So. Haben wir doch auch irgendwo noch einen Ort, ne? Oder nicht? Wir sind da, genau, rechts halten, dann bin ich auch schon da. Glaube ich ja nicht, ey. Ich sehe einfach auf mich schießen. Penner. So. Vielleicht komme ich an den Wagen doch noch ein bisschen besser ran. Wollen wir einfach mal gucken. Ja, an den komme ich definitiv besser ran. So. Den kann ich doch wegmessern, oder? Machen wir doch einfach mal. Weggehen? Herstellen? Wie herstellen? Achso, er will jetzt kochen. Nein. Ups, so, Mann. Grüßen, schlagen, ausrauben. Kann ich nicht töten. Warum auch immer. Da hinten sind Zeugen, das ist nicht gut. Ah, was mache ich, was mache ich, was mache ich? So, wenn die weg sind, die beiden. Geht er ja sonst auch weg oder so? Oder soll ich da einfach raufsteigen und wegreiten? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Boah, hier sind so viele Leute. Was ist da los? Ich habe mal so einen Typen mit einem Messer. Warum nicht? Howdy, Mister. Grüßen. Howdy. How's it going with you? Oh yeah, fine. Good for you. Take it easy. Hm. Okay, er geht einfach weg. Nein, 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 nein. Was tut er da? Okay, das ist vielleicht ganz gut sogar für mich. Weil dann ist er weg aus der Stadt. Ja, verschwinden. Irgendwo hin. Schön aus der Stadt raus. Wo will er hin? So, er fährt wahrscheinlich jetzt da oben lang. Und sobald er hinter der Brücke ist, kann ich ihn eigentlich ausrauben. Oder abschießen oder wie auch immer. Ja, das ist ganz gut. Haben wir wenigstens keine Zeugen. Oh, was macht der da jetzt?
Biegst du bitte rechts ab? Nein, tut er nicht. Oh nö. Och nö. Warum sind hier überall Leute? Die überholen sich doch niemals gegenseitig. Jetzt bin ich gespannt, wird er das tun oder wird er einfach nur hinterherfahren? Oh, der regt mich gerade auf. Ne, der bleibt einfach hinter. Ah, ätzend. Nicht irgendwo abbiegen können. Hello. Auf den Wagen springen. Hey, what the hell? Who are you? Ja. Shoot him. What, wo bist du? So, höher. Mann! Um falsche Taste. Oh Gott. Wo ist der Typ? Wo ist der? Moment, ich kann auch I drücken, oder? So ein Schießhütiger. So. Nein. Oh. Jetzt rennen die Pferde auch noch weg. Shit. Komm, schneller. Goldene Gürtel schneller. Oh, schön. So, wo ist jetzt der Wagen hin? Halte den Wagen auf. Oh, selber stehen geblieben. Sehr gut. Easy. So. Der andere hat scheinbar nichts gemacht. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt unseren Wagen. Heya! Sehr cool. So. So muss das. So, jetzt bin ich aber auch auf dem richtigen Weg. Da unten muss ich hin, alles klar. So, wieder böses Gebiet, ne? Macht aber nichts. So, wir können aber mal kurz hier unsere Pferde ausruhen lassen. Wir beenden nämlich hier den Part und ja, gucken mal. Warum habe ich das überhaupt da hinten versucht, ey? Das war voll easy im Verhältnis. So, wir beenden hier und ja, bringen dann den Wagen mal zur Explosion, hoffentlich beim nächsten Mal schon. Wir werden es sehen. Bis dahin dann. Ciao.